Jetzt suche ich mir mal ein schönes Teil raus. Jetzt bauen wir mal ein schönes Flugzeug. Ach du Kacke. Was ich schon alles für Scheißteile habe. Das ist echt krass. Scheiß Flügel brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Aber ich darf mir vielleicht den zweiten Flügel. Auf dem Boden im Hangar ist kein Platz mehr. Den Flügel finde ich nämlich schön. Das Ding nehme ich. Tut mir leid, dass ich gerade so leise bin, aber ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos. Das ist voll krass, eigentlich. Also klar, man ist mit dem Spiel schneller durch als mit allen anderen, aber so schnell? So verdammt schnell? Krass. Jetzt ist der Boden im Hangar voll. Ha, und er Hallo? unterschätzt nie eine Tante Ju. Schon die linke Tragfläche spricht Bände. Tante Ju. Deine Mutter ist Tante Ju. Ja. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Jedenfalls erstmal nicht. So, jetzt müsste ich alles haben, ne? Kufen, Scheiße. Ja, ein Propeller wäre nicht schlecht, ne? So. Krass. Guck mal, wie schnell das Ding ist und wie viel Tank das hat. Das war gerade der beste Motor, den wir gekriegt haben. Jetzt fliegen wir zu dem Typen in den Bergen. Holen uns das Seil. Ich glaube, das gab es, wenn man zu dem Typen in den Bergen flog. Dann kriegen wir das Seil von dem anderen Typi. Und mit dem Seil und dem Senkrechtstarter können wir dann alles machen. Ey, wie krass ich das gerade finde. Ich mag das Spiel. Ich habe das Spiel gleich durchgespielt. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich jetzt schon spiele. Sag mal, ist das nicht toll, wie wir hier Oh, durch die wie Luft geht's eigentlich fliegen? meiner Festplatte? Ich mach gleich mal kurz einen Cut. Also jetzt noch nicht, aber gleich, aber gleich, aber gleich. Oi, 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 Halt's Maul. Wo war denn dieser stell dir mal Pfad? vor, dieser kleine Fluss in der Schlucht hat sich durch den Fels gekämpft. Tausende von Das ist zwar nicht die richtige, aber da kann ich auch hin. Quietschi. Aber Ach, Willi, mal Willi. weißt du, was du mir für einen Gefallen tun Nein. könntest? Du könntest Fotos Will von ich aber allen nicht. seltenen Vögeln machen, Ein die du auf Felgo. deinen Flügen Ein entdeckst. Felgo. Die Bilder sollen in meinem neuen Vogelbuch erscheinen. Felgo-Buch. Klar, wenn ich einen Fotoapparat Ein an Bord hätte, Vogel. wäre das kein Problem. Ich hab den Fotoapparat schon lange. Hey, Willi, du Arsch, wie viele Fotos habe ich eigentlich hier schon drin? Hier bewahre ich die Wow. Luftaufnahmen für Royal Eine Kornkarte Landkarte ist ist krass. immer gut. Da wissen wir immer, wo wir gerade Schnell, sind. das Flugzeug ist. Das Das ist so rote genial. Flugzeug auf dem Wo wohnt denn der? Ach, der wohnte da hinten. Ne? Oh, wow. Hier hinzukommen war, glaube ich, am schwersten. Also den Weg hier zu finden. Wow. Ich fühle mich wie ein Ping-Pong-Ball. Ping-Pong-Ball. Oi, ich Fuck. fühle mich wie ein Ping-Pong-Ball. Oi, Wow. Jetzt darf ich nirgendwo mehr dagegen treffen, dann bin ich tot. Wie ging das denn nochmal? Da fliege ich jetzt erstmal zu dem Typ hier. Na, wie wär's mit einem Wettstreit? Wer in einer Minute die meisten Ballons erwischt hat, gewinnt. Mit dem Flugzeug also. Machst du mit? Dann legen wir jetzt los. Scheiße, ich habe nur einen Schadenspunkt. Ja, nicht gut. Ich glaube, es ist hier sogar relativ egal. Vollgas. Tschö.
Hallo? Es geht doch, glaube ich, ums Ballons einsammeln, oder? So. Ist das Leben nicht herrlich, wenn man die Luft unter den Tragflächen spürt? Hui. Ich hab gewonnen. Was für eine Lusche. Wie viele Ballons es hier gibt. Voll krass. Ballons. Ja, ohne Motorengeräusche. Irgendwie komisch. Ich glaube, das liegt daran, dass ich dieses DirectX 8 nicht installiert habe. Obwohl ich DirectX 11 habe, aber ich glaube, das Spiel braucht DirectX 8. Was für Furcht. Die müssen den falschen Treibstoff getankt haben. Aber schön für dich, sonst hättest du von meinem Flugzeug nur noch den Kondensstreifen gesehen. Ja, ja. Solche Geschwindigkeitsrekorde werden mit dem Düsendiplom. Düsendiplom, ja, Düsenjet, den hätte ich echt gerne. Das wäre voll cool. Da könnte ich heizen. Hui, heizen. Wow! Was macht das Flugzeug da? Falsche Richtung. Was macht das Flugzeug da schon wieder? Oh, ich muss auch zu Arschi in Bergen. Arschi in Bergen! Da 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 da! Ich muss zu Arschi in Bergen. Wo wohnt Arschi in Bergen? Arschi in Bergen wohnte hier irgendwo. Falsch geflogen. Oder nee, da war's, oder? Das war jetzt diese Stelle? Ah, nein, das ist doch falsch geflogen. Sag mal, ist das nicht toll, wie wir hier durch die Luft fliegen? Doch, das war da hinten. Aber bald ist unser Tank leer. Und was das bedeutet, kannst du dir ja ausrechnen. Ich aber gar nicht. Immer noch. Ich musste hier irgendwo rein, aber wo? Das war wohl da, nichts. Da ist der Weg. Da unser Treibstoff ist alle. Ach, schade. Ach, Mann. Da muss ja jetzt nochmal hin. Hini. Hini. Hini, rück, 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 rück. Dum, 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 dum. Du bist digital, ist großartig. Ich freue mich schon darauf, was du hier tun kannst, um ein neues Flugzeug zu bauen. Leute. Alles wird gut. Diplomis. 1, 2, 3, 4. Da fehlen noch ein paar. Ach, wartet mal. Ich mach mal kurz einen Schnitt, weil ich muss mal kurz was gucken. Ach, da passt doch was drauf. Hau ich noch mehr raus. 50 GB sind noch frei. Ist ja nix. Das braucht ja auch keinen Speicherplatz, das Zeug hier. Boah, wie praktisch. 50 GB. Ich nehme jetzt schon seit einer Stunde auf. Krass. Dann wird das auch wieder nur so wenig zum Hochladen. Krass. Dann finde ich das voll gut. Krass. Ich entwickle mal schnell meinen selbst Film. Selbst in ein Nest wie Schnarchburg findet das weite Meer seinen... Brauche ich jetzt einfach mal... Weil wegen Fotos. Ach ja, ich muss auch noch tonnenweise Zeug für andere Leute abholen hier. Zeugi. Hügel. So, jetzt müssen die Filme bloß noch entwickelt werden. So. Du hast doch eine Dunkelkammer und alles, was man sonst zum Entwickeln braucht. Oder, Sam? Das mache ich sofort. Ob Filme oder digitale Bilder, schwarz-weiß oder Farbe. Ja, in meinem Labor kriege ich alles hin. Ich mache Ricky mit dem Zeigefinger. Ricky. Propeller. Der alte Flughase. Propeller. Der würde sich bestimmt über ein paar Luftfahrtzeitschriften freuen. Ich könnte sie ihm vorbeibringen. Ja klar, die habe ich ständig am Lager. Ich freue mich immer über neue Leser. Was, du? Kalle Kuhl, schreibst die? Der Forscher. Ich glaube, der hätte nichts gegen etwas Abwechslung im Eis. Soll ich ihm ein paar Zeitschriften vorbeibringen? Na klar, vom Lesen wird man schließlich nicht dümmer. Noch jemand? Nee, schade. Ob hier noch jemand mit mir sprechen will. Du, Willy. Ja. Ture. Also Ture Tapp. Er muss mal ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht werden. Der soll mal aktuelle Nachrichten lesen. Kannst du nicht mit der Zeitung bei ihm vorbeifliegen? Nein, kann ich nicht. Wenn jemand den Schnarchburg-Anzeiger braucht, dann er. Willy Werkels Zeitungsfluggesellschaft mit beschränkter Haftung zu Diensten. Wir haben ihren Auftrag entgegengenommen und werden ihn so bald wie möglich ausführen. Over. Over. So, und jetzt? Ich fliege mal zu Typ hier im Wald, um zu fragen, ob er schon das Seil für mich hat. Und dann fliege ich zu Typ hier im Eis und dann fliege ich zu Typ hier in Bergen.
Ja, gute Route? Ja, habe ich gut ausgesucht. Ne? Ja, ich bin toll, ich weiß. Ah, noch mehr Mini Colorado. Da habe ich die ganze 600 Gramm Dose leer gefressen. Schlechter Let's Player sein beim Let's Play in Essen. Mir egal sein, wenn Mini Colorado lecker ist. Salinenschüssel, ich guck Fernsehen. Hier ist ja überhaupt nichts los. Na gut, kommen wir eben später nochmal wieder. Vielleicht ist dann ja jemand zu Hause. Ach, ich muss auch noch zu dem Penner in der Wellblechhütte. Genau, den gab's ja auch noch. So. Jetzt einfach nur noch. Einfach fliegen, fliegen, fliegen. Einfach fliegen, fliegen, fliegen. Na, ist das nicht herrlich? Gibt's was Besseres als fliegen? Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, Landi. Eine gelungene Landung auf Schnee und Eis ist gar nicht so einfach. Doch. Dafür musst du einfach ein Diplom. Ja, wenn du wüsstest, wie kalt es hier sein weiß kann. Ich. Aber ich glaube, jemand wie Sampo Sonnenwind hat bestimmt Decken und Felle, mit denen man die Eiseskälte abhalten kann. Könntest du mir nicht welche von ihm besorgen? Im Dienst der Wissenschaft? Klar, das kann ich bestimmt. Hier hast du ein paar Zeitschriften, um dir die Zeit zu vertreiben, Kalle. Vielleicht machen sie ja dein Leben im Eis etwas erträglicher. Danke, Willi, vielen Dank. Einsam ist es hier schon, aber wenn es nicht für die Wissenschaft wäre, tja, dann wäre ich schon längst nicht mehr hier. Es ist so kalt und einsam hier. Manchmal frieren einem sogar die Ideen ein. Nicht die Ideen. Gut, wenn man was zu lesen hat und mal auf andere Gedanken kommt. Gut, wenn man mal fett ist. Sag mal, Kalle, du hast doch so Teile von einem Seismographen. Weißt du, ich glaube, Viktor Vulkan könnte damit was anfangen. Natürlich. Man kann ja nicht alles ausmessen. Für Erdbeben habe ich im Moment keine Zeit. Jetzt geht's darum, ob es kälter oder wärmer auf der Erde wird oder ob die wärmer. Temperatur konstant bleibt. Wärmer. Und ich glaube, ich habe die Sachen... nein, die sind wohl draußen im Eis geblieben, als ich vor einem Schneesturm Zuflucht gesucht habe. Aber vielleicht kann man die Seismographenteile wiederfinden. Doch, das geht bestimmt. Das klingt nicht gerade wie ein Kinderspiel, Kalle. So, als würde man eine Stecknadel in einem Heuhaufen suchen. Ja. Ist auch so. Aber ich halte trotzdem mal danach Ausschau. Ja, mach das. Mach das. Ach, scheiße, müssen wir. Oh je, die ewige Eiswüste. Nur Stille und Frost. Also nee. Ich glaube, also, wir wenden mal lieber. Hab ich doch schon. Wow, Berg. Wow, Sheep. Erst den Ausgang suchen und dann wieder den Eingang suchen. Da ist der Eingang. Hier ist der Ruff, nuff, 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 nuff. Einfach diesem Pfad folgen. Der führt einen immer dahin. Einfach dem Pfad folgen. Oh, da ist er. Da wohnt der Arsch. Landi. Landi. Sag mal, Grotte. Hast du eigentlich einen alten Staubsauger ja. über? Der Typ ist cool. Ich habe Viola versprochen, aus der Luft Tag. Die Saat zu verteilen. Na, dann kannst du ausnahmsweise einen alten von mir kriegen. Du, Willi, das Leben ist eine ewige Plackerei. Nie ist ein Ende der Schufterei Doch. Abzusehen. Es sei denn, ich hätte Ersatzteile für meinen Staubsauger. Dann könnte man den Stollen auf der anderen Seite des Schachts mal sauber machen, den ich Bravo Ludwig Sierra getauft habe. Vielleicht gibt's dann einen Hoffnungsschimmer, weißt du? Naja, so tragisch ist das Leben nun auch nicht. Aber natürlich helfe ich dir, wenn ich kann. Sag mal, Grotte, hast du den Kanister Benzin für mich? Oder auch zwei?
Was denkst du denn? Was bildest du dir ein? Denkst du, ich bin Krösus? Ich habe einen Goldesel? Naja, nimm. Ja, nimm. Arsch. Ey, Arsch, nimm. Auf einmal hat er eine ganze Zapfanlage.